Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu NHL 20, zu der Saison mit den KRC aus Klagenfurt. Ja, ich hoffe, es geht euch gut, ihr seid alle gut drauf und ich habe bis jetzt eine schöne Zeit gehabt. Und heute haben wir das Spiel der Tabellenerster gegen den Tabellenzweiter, die Haie gegen den KRC, und wir versuchen heute unseren Tabellenführungsplatz hier zu halten. Ihr seht hinten, unser Top-Stalker ist Mitch Wall. Schauen wir mal, wie es nach dem Spiel ausschaut. Ich werde versuchen, liebe KRC-Fans, hier ein bisschen mehr mitzukommentieren, auf Namen zu achten. Gebt so ein bisschen Zeit, bis ich die Skala ein bisschen im Kopf habe, wer die Nummer hat und so. Möchte ich schon machen. Ich will für ihn da sein. Ich will für ihn eine richtig geile NHL 20 Saison machen. Ja, dann werden wir jetzt gleich loslegen. Ich bin halt ein bisschen übertraut. Ich glaube, ich habe ein bisschen. Es tut mir leid, liebe KRC-Fans, aber ich habe ein bisschen. Heute glaube ich ein bisschen zu viel Kaffee und ein bisschen zu viel Repult erwischt. Deswegen bin ich ein bisschen übertraut im Moment noch. So, wir sind zu Gast in Innsbruck. In der. Wie heißt's? In der Wasserarena, nein, nicht Wasserarena. Ich hab's Bild im Kopf. Wasserkraftarena, glaube ich, heißt es, oder? Wasserkraftarena heißt es. Aber wir sehen sie gleich. Hi everybody, along with Ray Ferraro down. Ja, Tiroler Wasserkraftarena. In der Tiroler Wasserkraftarena, da wo die Haie spielen. In der Kurve, die was Richtung Straße ist, Richtung Hotel Arosa. Genau in der Kurve habe ich meinen ersten Vize-World Cup-Titel gewonnen im Kickboxen, in der Plus 94 Kilo-Klasse. Gerade jetzt so eine kleine Information, weil es mir jetzt gerade eingefallen ist. Schauen wir mal, wie sich die Tiroler Burschen schlagen gegen die Kärntner Burschen. Jawohl, wir haben es. So, unser Nummer 46 am Bulli, Quingas. Namen habe ich leider nicht gelesen. Ich muss mir das jetzt echt ausschreiben. Nachher einmal. Ich muss mir die Zeit nehmen und mir das gerade ausschreiben. Fischer. Nummer 8. Es wird ein Projekt kommen mit einer. Jawohl! Tor! Tor für Klagenfurt! Auswärts 1-0. Und wir werden schauen, dass wir jetzt das ausbauen. Das ist mir jetzt schön gewesen, den Namen auszusprechen. Ah, ich werde hier lange den Namen. Super Tor, schön gemacht. Bedanke die Wiederholung. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich vor dem Torschuss sagen wollte. Achso, letzter. Es werden die Hellriders wiederkommen. Gebt es mir gerade ein bisschen Zeit. Ich bin gerade dabei, die ganzen Charakteren, die ich im 19er gehabt habe, nachzubauen. Es sind 12 Stück, was in der Mannschaft gerade drin sind. Ein paar habe ich schon. Es braucht halt ein bisschen Zeit, bis ich die alle zusammen habe, bis ich die Mannschaft wieder so zusammen habe, wie ich die haben möchte. Aber es kommen dann. Alle zwei Tage werden dann von den Hellriders Eishockey spielen kommen. Eishockeyspiele kommen. So wird jetzt so. Das war jetzt einmal der vorläufige Plan, aber was ist, wisst ihr, Pläne können sie ändern.
Wer fleißig kommentiert bei mir, der kriegt dann, wenn ich NHL 21 mache, auch einen Platz in der Mannschaft. Also bei den Hellriders halt. Ich werde es dann sehen, die es jetzt noch nicht kennen. Der Raffi hat damals richtig fleißig kommentiert, wie ich so. Wie soll ich sagen, Abonnentenliga machen wollte. Da habe ich mit dem Erik gespielt, der hat immer fleißig kommentiert, deswegen hat er auch dann einen Platz in der Mannschaft gekriegt. Und der Herr Tomanzini, Grüße gehen raus an Sie. Er hat auch fleißig kommentiert, dein Platz ist dir in dieser Saison sicher bei den Hellriders. Beinstellen, das kann doch der gar nicht. Der weiß doch gar nicht, wie das geht. What a steal in his own end. Solid hit on that play with the stop. Man, they've worked the puck around so well on this shift. They've totally worn out the defending team. About two things are going to happen here. Hey, weil ich krieg das ein bisschen mit, die ganzen Namen, aber das geht mir halt ein bisschen zu schnell. Into the corner. Aber nice pass. Wir müssen ja keinen Finger. Wir sollten winger. Wir müssen aber nicht. Wir sollten winger. Ja, der Tabellenerste gegen den Tabellenzweiten. Das ist halt einmal ein hart umkämpftes Spiel. Fischer vor dem Tor. Den Fischer habe ich mir schon gemerkt mit der 3. Das ist schon mal gut. Aber denkt sich nichts. Ich spiele die DEL mit Mannheim. Da war es ja auch gerade 2-3 Spieler. Aber liebe KAC-Fans, jetzt muss ich mir was fragen. Soll ich mir ein Trikot vom KAC kaufen? Und wenn ja, welches? Auswärts oder heim? Aber ich glaube eher auswärts, weil ich bin ja kein Kärntner. Weiß, taugt mal ehrlich gesagt ganz gut. Ich weiß, den Auswärtstrikots gefällt mir auch ganz gut, aber die Frage ist, von wem? Von wem? Von welchen Spielern soll ich mir das kaufen? Das ist interessant, mal von euch zu wissen. Von wem sagen, sollte ich mir ein Trikot kaufen? Ich möchte aber natürlich einen Puck natürlich auch von Klagenfurt, gell? Also so ist er nicht. Und eine Schüttelkappe werde ich ihm auch zulegen. Wenn ich die Möglichkeit irgendwo habe, was zu kaufen. Both teams are back at center ice and we are ready to get period number two underway. Well, after an intriguing opening period, aber Klagenfurt ist halt einfach so weit weg, dass ich so ein Spür mal funke. Over the line they come. Pass right in front and that's picked off in front. Na schauen wir, vielleicht geht sich das aus, dass ich mir einen Montag freikriege, dass ich vielleicht mal so ein Sonntag Heimspiel machen kann. Sharp, that's a great A chance. The Sharks have it in the offensive end. From the slot, denied by the goaltender. But he came out and challenged him. Good save. Looking to make something happen in the offensive zone. Fischer. Fischer's got it along the wing. Innsbruck's got the puck. KAC's got control of it now here in the offensive end. Here's a shot, and he comes up with it. 2-0 war mal lieber. 4-0 war du besser. Am Freitag werde ich online sein bei Steam. Entweder mit ETS 2 auf dem Server Nummer 1. Jawohl!
Tor, Tor, da ist es 2-0. Von wem? Wer hat das Tor geschossen? Ich brauche gerade mehr hin. Wer kennt dieser? Oh. André? Aber den Nachnamen, weiß ich nicht, wie man den ausspricht. Ich hoffe, dass ich den ersten Namen den Vornamen richtig ausgesprochen habe. Ich finde die Wiederholungen haben es viel geiler gemacht als wir im 19er. Ich muss aufpassen, was der Stadionsprecher sagt. Andrew Kozak. Ah, okay, Andrew Kozak. Okay. Ja, ich werde am Freitag auf Nacht werde ich online sein bei Steam. Entweder bei einem Eurotruck Simulator 2 Multiplayer. Server Nummer 1. Das ist der Server, da wo am meisten los ist. Ich werde von Schweden aus starten, Höhe Stockholm. Stockholm, da ist die Scania-Werk. Von da aus werde ich schauen, dass ich eine Ladung kriege. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wo ich das fahre. Wer will, komm ja noch gern gleich abonnieren. Abonnieren, so abonnieren. Guck mal, Freundschaftsanfrage schicken bei Steam. Da war ich unter HP Wolf 1 zu finden. Aber wenn ihr sucht HP Wolf, dann müsste mein Konterfeil schon auftreffen. Da wird er anders als wir bei meinem YouTube-Kanal. Oder das gleiche? Ich wüsste jetzt gar nicht. Also ich bin halt einmal oben mit meiner Frau, also oder wer mich auf Facebook oben hat, dann kann ich auch gerne auf Facebook schreiben, weil wir kannten halt aber auch 7 Days über Steam zocken, weil da sind wir dabei, nämlich mit dem kreativen Modus eine ganze Welt wieder aufzubauen oder mal einen Teil der Welt aufbauen. Wir haben gestern angefangen als Rathaus, also wir haben gesagt, wir machen unser Rathaus, also so eine Art für die Horde-Nacht, eine Rückzugfestung, was richtig, also da bauen wir eine, also geplant ist, wir bauen dort eine, was halt geht, dass wir uns gegen die Zombie-Nächte dann da wehren. Mit Lagerraum und Hubschrauber-Landeplatz auf dem Dach um, wer den steht, also wir versuchen es, wer mit dem Gyrocopter gut landen kann, auf der Flächen, einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Wir haben auf dem Dach oben einen Landeplatz für den Hubschrauber gemacht, da kommt im obersten Stock ein Bar rein. Wir werden da wieder ein bisschen, wir werden dann die Bar komplett auffüllen, wenn das alles hergerichtet ist. Jetzt im Kreativmodus, wer jetzt zu uns dazu kommt, der kann sich noch ein Haus sichern, der kann sich alles Mögliche sichern, was er braucht. Sobald dass wir sagen, wir starten jetzt mit den Zombies los, wird der Kreativmodus dann ausgeschaltet. Deswegen würde ich ihn bitten, wer mitspielen will, kann gleich mitspielen. Aber es ist halt auch so, die, was später dazu kommen, zu einem späteren Zeitpunkt, keine Angst, der HP ist da für ihn, der Holzer ist da für ihn und der Chris auch. Wir. Wir bauen das Rad auch schon so aus, dass die, was halt 7 Days spielen, eine Werkbank hinter ist, eine Betonmischlager in der ist, eine Chemiestation. Alles, was ist, braucht es, dass irgendwas herstellen könnt. Es ist alles da. Also, wir bauen das schon so aus, dass das alles dann da ist für den Spieler, die was mit uns spielen wollen. Wir spielen BVB. Wer nicht BVB spielen will, wer nicht in unserer Nähe sein möchte, der was sagt, nein, ich will selber gern was aufbauen, auch recht. Wer sagt, ich will lieber mit ihm handeln, auch gut. Jeder kriegt jetzt, hat man ausgemacht, jeder kriegt zwei Gebietsschutzblöcke. Jeder kriegt zwei Gebietsschutzblöcke.
dass er sie in der Welt ein bisschen verteilen kann, dass er sagt, hey, da ist ein geiles Stück, da ist ein geiles Haus, das möchte ich mir gerne herrichten. Here's a shot, that goes wide. Klagenfurt's got it in their own zone. Also alle, was in unserer Stadt sind, die müssen halt dann mit uns verbündet sein, weil sonst kann es dann passieren, wer mit uns nicht verbündet ist, dass dann die Geräte, dass dann die Dinger drauf schießen. Die Kanonen, die elektronischen. So, wie jetzt einmal zu denen werden wir privat spielen möchten. They gain possession here inside the neutral zone. Puts it on net, makes the save. Und mal ETS 2, ETS 2, Euro Truck Simulator 2, wie es nennen wird, Multiplayer, Kanal 9 sind wir. Sollte sie so einmal spielen und ihr seht es an im Funk hin auf dem Server aus mit den Hellrider Group anquatschen. Es ist entweder der Holze oder der Chris. Die wissen immer Bescheid. Es ist uns gleich, wo sie es her seid, zum Spülen. Man, Alter, man, wir sind halt alles Männer mit 37 aufwärts, das muss ich gerade bewusst sein. Aber solange es jemand normal tut, kann jeder mit uns mitspielen. Also, wir haben auch schon mal einen 15-Jährigen dabei gehabt in unserer Gruppe. Der was kostenlos am Server mitspielen hat dürfen und gemeint hat, er muss dann einen auf ein bisschen Chef machen. Er ist halt dann nicht lang auf dem Server gewesen. Lammers takes it along the wing. Shot, and he gets down to block it. Goaltender has made his way to the bench. The extra attacker's out. They need a goal here big time. An attempt to clear the puck from deep inside his own end. And mission accomplished, Ray. Yeah, late in the game, it's defensive blue line, puck out. Offensive blue line, puck in. Not to the empty net. Jawohl. Breathe. 3-2. I got two of these in my career. I was never out. Only scored two empty netters? Yeah, when we were protecting the lead, it was safest with me sitting down. What an indictment. Oh, yeah. Muss da ein bisschen mehr weiter vorausproduzieren, damit dass ich weiß, wann das wo der KAC spielt und schauen, ob ich noch Karten kriege. Aber außer als kurz KAC-Trikot kaufen, das ist wieder der Nachteil. All she wrote, I would say. Well, you grind away to get the lead through this much of the game, and they pull the goalie, they're gonna pressure you. You put it away with an easy one into the empty net. And he makes the save. All hands on deck here is the extra. Jawohl, weiterer Sieg für den KAC. All good things come to an end, but I still like the way they played though in this one. I thought they played pretty well. They had plenty of chances, and the game's close. You can't win every night. Man holt halt immer die Namen bis zum nächsten Spiel, der Merk. Sonst bitte, verzeiht's was. So, wir haben bis zum nächsten Spieltag vorsimulieren. Jawohl, wir sind Tabellen erster, wo haben wir denn die Haie auf dem Tabellen vierten? Wir schauen mal in die Tabelle rein, machen wir uns doch groß, so viel Zeit nehmen wir uns doch, oder? Okay.
Tabellenerster, natürlich der KAC. Wir haben 12 Punkte, geführt von Salzburg. Dann Salzburg hat 2 Niederlagen, wir haben gerade eine. Okay, deswegen sind wir vorn. Geh jetzt mal stark davor aus. 12 zu 14 Tore. Okay, dann macht das wirklich die Niederlage aus, dass da dass wir uns in Overtime haben wir keine gehabt. Tore. Okay, dann macht das wirklich die eine Niederlage mehr aus, was Salzburg gehabt hat. Okay. Mit Schwall bleibt der Topstarter. Schauen wir nochmal schnell in die Einstellungen rein, die Zeit können wir uns ja auch noch nehmen. Regeln. Kämpfen trauen wir uns auf. Strafen weiß ich jetzt nicht, sollte man es auf 4 auf da. Weiß auch nicht. Automatisch speichern, lassen wir Innerstrafe. Ja, lassen wir auch so. Lassen wir mal so. Außer ihr wisst, wenn man das besser einstellt mit den Strafen, dann bitte, wisst ihr, in die Kommentare rein. Höft's an Unwissenden weiter. Na gut, meine lieben Sportsfreunde, das war's schon wieder für diese Folge. Ich wünsche euch. Folge. Spieltag. Jetzt spielt es ein Spieltag. Dann wünsche ich euch bis Sonntag noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann das du dir dieses Video schaust, vergesst meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität im Stadion ist gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen doch, ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch ganz gechillt und ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, meine lieben Sportsfreunde und drinnen. Bleibt mir gewogen und vor allem, was viel, viel wichtiger ist, was am allerwichtigsten ist, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HP. Servus!